Wenn sich Samsungs A-Serie und M-Serie schon bei den technischen Daten kaum unterscheiden, tun sie das mittlerweile immerhin im Design. Man kann davon halten, ja, was man will, nennen wir es jetzt einfach mal pragmatisch, sachdienlich, zweckmäßig. Ob sich das Innenleben genauso beschreiben lässt und wo eigentlich die Unterschiede zum Galaxy A22 liegen, erfahrt ihr im Video. Kleiner Service von mir zu Beginn, hier zunächst kurz zusammengefasst die Änderungen vom M22 zum M21. Verbesserungen möchte ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Es gibt eine zusätzliche Makrokamera, 90 Hertz Bildwiederholrate, dafür aber eine niedrigere Auflösung und ein kleinerer Akku. Der Prozessor ist zwar neu, ob er wirklich besser ist, müssen wir es noch herausfinden. Die Rückseite aus Kunststoff ist nun im Design des M12, also leicht angeraut und in so einem Nadelstreifendesign. Der Rand ist dann nicht mehr mit diesem Effekt überzogen, aber trotzdem nicht rutschig. Es liegt ganz gut in der Hand, was auch in diesen abgerundeten Ecken liegt, die ja dann doch etwas diametral zu dem stehen, was aktuell gerade so beliebt ist in der Oberklasse, nämlich sehr kantige Designs. Die Knöpfe wackeln überhaupt nicht, aber klackern etwas laut, wenn man sie drückt. Bei der Größe handelt es sich mittlerweile um ein gutes Mittel- oder Standardmaß. Die Größe ist also wie beim Galaxy M21. Für den ein oder anderen vielleicht eine schöne Größe, aber gerade für kleine Hände schon groß. Allerdings gibt es eben auch kaum kleinere Alternativen. Auch das Gewicht ist so wie beim Vorgänger. An der Seite hier befindet sich immer noch ein Triple-Slot, also die Möglichkeit, zwei Nano-SIM-Karten und eine Micro-SD zur Speichererweiterung hier zu verstauen. Das ist bei Samsung tatsächlich nicht ganz selbstverständlich, gibt ja auch manchmal einen sogenannten Hybrid-Slot, bei dem man eben wählen muss zwischen zweiter SIM-Karte oder Speichererweiterung. Ansonsten, wenn wir hier unten weitergehen, gibt es hier weit so nichts. Hier unten gibt es dann einen 3,5 mm Anschluss für eure Kopfhörer. Wenn ihr den jetzt nicht verwenden wollt zum Musik hören, geht es natürlich auch über den Lautsprecher hier unten. Es ist auch wirklich nur ein Lautsprecher, also Betonung auf der Lautsprecher. Und der klingt aber trotz allem sehr ordentlich. Hier unten gibt es eben dann die Möglichkeit zu laden oder auch eben Daten zu übertragen. Datenübertragung funktioniert mit USB 2.0. Der Stecker ist aber hier ein Typ C-Anschluss. Laden funktioniert zwar mit 25 Watt Schnellladen. Letztes Jahr war Schnellladen übrigens schon bei 15 Watt. Deshalb liegt auch nur ein 15 Watt Netzteil bei. Bei dieser Preisklasse geht man wohl davon aus, dass sich Nutzer damit zufrieden geben. Dann kann das Laden eines komplett leeren Akkus schon trotzdem seine Zeit brauchen oder man hofft es, denn ansonsten hat man ja eben wieder Elektroschrott produziert. Man muss dazu sagen, ganz so lange dauert das Laden tatsächlich gar nicht mehr, denn der Akku ist etwas geschrumpft von 6000 mAh. Ampere-Stunden auf nur noch 5000 mAh. Trotzdem sollte man noch sehr gut durch zwei Tage kommen, denn das M22 ist tatsächlich relativ sparsam im Verbrauch, wie man es jetzt beim Auto sagen würde. Und das wirkt sich tatsächlich eben dann auch gut auf die Ladezeit aus. Ansonsten gibt es an der Seite hier eben noch den Fingerabdrucksensor und die Lautstärkewippe und dann hier oben noch ein Mikrofon. Ja, bei der Kamera hat man sich jetzt an das ja markttypische Design angepasst. Also dieses Quadrat, wo hier vier Kameras drin versteckt sind. Hier auch ein deutlich sichtbarer Hubbel auf der Rückseite. Ansonsten hat das Smartphone noch 4 GB Arbeitsspeicher. Beim internen Speicher gibt es mittlerweile sogar standardmäßig 128 GB, von denen noch 103,4 GB frei sind. Wie letztes Jahr gibt es auch wieder Google Pay durch NFC, WLAN AC und Bluetooth 5. Das Smartphone gibt es in den Farben Schwarz, Weiß und wie ihr es hier seht, Blau oder Light Blue, wie auf der Schachtel steht. Es ist nämlich tatsächlich nur ein leichtes Blau. Bei der Software setzt Samsung auf Android 11 mit der One UI 3.1. Ich habe zwar letzte Woche ein Update gemacht, trotzdem ist das letzte Sicherheitsupdate immer noch von August.
Stand Mitte Dezember. Das Display hier bietet dank AMOLED-Technologie immer noch tolle Farben und hat jetzt zwar eine 90-Hertz-Bildwiederholrate, noch nicht ganz selbstverständlich in dieser Preisklasse, dafür gibt es nun mit 720x1600 Pixel eine niedrige Auflösung als im Vorjahr. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Tausch so gut war. Beim Prozessor setzt Samsung auf den Helio G80, also den gleichen wie beim Samsung Galaxy A22 4G, nicht zu verwechseln mit der 5G-Variante, die einen etwas schwächeren Prozessor hat. Und wie schneidet der Prozessor jetzt im Vergleich zum Vorjahresmodell ab? Ja, laut Nerd-Benchmark-Tests ist er ein paar Prozent schneller als der Prozessor im Samsung Galaxy M21, bei der Grafikberechnung allerdings langsamer. Zu allem Überfluss ist auch noch ein langsamerer interner Speicher verbaut als beim Vorgänger. Ja, es wirkt halt trotzdem nur alles irgendwie so wunderbar flüssig und das liegt halt am 90-Hertz-Display, also zumindest gefühlt. Allzu viele Apps sind zum Glück nicht vorinstalliert. Die Facebook-App lässt sich mittlerweile sogar deinstallieren, die Netflix-App allerdings nicht. Mich würde tatsächlich wirklich interessieren, wer das bei Samsung jedes Jahr aufs Neue auswürfelt. Ansonsten sehen wir auch hier auf dem Sperrbildschirm jetzt das Always-On-Display. Dort kann man auch einstellen, ob das Ganze immer angezeigt, wie geplant angezeigt wird oder eben nur 10 Sekunden. Und da kann man eben auch einige Einstellungen vorlegen, was sehr praktisch ist und tatsächlich eben auch nicht jeder Hersteller bietet, besonders nicht in der Preisklasse. Der Fingerabdrucksensor wandert nun von der Rückseite auf die Seite und damit gibt es wohl kaum noch neue Geräte mit Entsperrfunktion hinten am Gerät. Wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert das Entsperren sehr flott. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit dem Gesicht zu entsperren, das ist aber wesentlich weniger sicher. Bei der Kamera hat Samsung umgeschichtet im Vergleich zum M21. Man nehme 3 Megapixel bei der Tiefenkamera weg und stecke 2 davon in einen Makromodus. Zack, fertig. Gleiches Kamerasystem wie beim A22 4G. Mein Gefühl sagt mir aber irgendwie, viel ist damit nicht gewonnen. Einen Unterschied gibt es aber tatsächlich zum Galaxy A22. Die 48-Megapixel-Kamera mit einer 2.0er-Blende hat keinen optischen Bildstabilisator. Früher gab es ja dann noch eher in der M-Serie exklusive Kamera-Features, also zumindest bei der Software, die es nur bei den Top-Modellen gab. Dies ist aber mittlerweile anders. Auch hier ähnelt die Kamera der des A22. Praktisch vor allem, dass wir auch hier wieder einen Nachtmodus finden, der eben vor allem praktisch ist, wenn Bilder eben länger belichtet werden müssen. Außerdem greift die verbesserte Blende hier gut unter die Arme. Standardmäßig werden die Fotos übrigens mit 12 Megapixeln gemacht, aber was erzähle ich euch da? Das wisst ihr ja wahrscheinlich schon aus den ganzen anderen Samsung-Videotests. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Fotos mit voller 48-Megapixel-Auflösung zu machen, was vor allem bei Tageslicht beim Zoomen durchaus Sinn machen kann. Videos lassen sich jetzt nur noch mit 30 FPS und Full HD machen. Das war beim M21 noch anders, da gab es sogar 4K, aber der neue, aber auch ältere Prozessor unterstützt 4K tatsächlich noch nicht und kann das noch nicht verarbeiten. Außerdem gibt es hier eben die Möglichkeit, noch Zeitlupen und Hyperlapse-Videos anzufertigen. Wer hier unten drückt, kann dann außerdem noch auf eine Weitwinkelkamera wechseln. Diese bietet 8 Megapixel und eine 2.2er-Blende. Hier ist es halt so, dass Details oft auf der Strecke bleiben, besonders dann natürlich bei Nacht. Da kann dann auch der Nachtmodus wirklich eher nur noch retten, was zu retten ist. Beim Fokussieren außerdem ändert sich nicht wirklich irgendwie die Schärfe eines Objekts oder der Fokus auf ein Objekt, sondern ja eher die Helligkeit von dunkel auf hell und das halt eben auch sehr ruppig. Ansonsten gibt es hier eben noch eine etwas beschnittene im Gegensatz zum Vorjahr Tiefenkamera mit 2 Megapixel und einer 2.4er-Blende. Das ist allerdings überhaupt nicht wild, denn diese Kamera dient ja lediglich nur zur Abstandsmessung zum Motiv, damit eben ein Bokeh, ein Unschärfeeffekt erzeugt werden kann. Und da ist die Auflösung dann eigentlich relativ egal. Deshalb darf es auch von mir aus gerne diesen weiteren Sensor geben, solange man dann nicht irgendwie die Hauptkamera verschlechtert. Und dieser weitere Sensor
ist ein bisschen versteckt, und zwar unter dem Punkt Mehr und unter Makro. Ja, eine 2-Megapixel-Kamera mit einer 2.4er-Blende, die hier tatsächlich die Fotos schießt. Die Auflösung ist etwas niedrig. Details gibt es auch nicht sonderlich viel. Ihr könnt ja hier einfach mal schauen, ob ihr hier erkennen könnt, was auf dem Bild zu sehen ist, und dürft das gerne in die Kommentare schreiben. Bei der Frontkamera hat sich die Auflösung zwar verringert, aber das muss ja nichts heißen. Immerhin, die Blende ist gleich geblieben soweit, und ja. Ich kann ja mal ein bisschen aus der Praxis erzählen. Immer mehr Menschen behalten ihre Smartphones länger als 2 Jahre. Und das ist ja auch sehr positiv. Das Galaxy M22 ist hier ein sehr gutes Beispiel, denn niemand, der ein M21 hat, muss sich jetzt wirklich darüber grämen, dass es ein M22 mit viel besseren technischen Daten gibt. Positiv hervorzuheben ist immer noch der große Akku in diesem Gerät mit tollen Laufzeiten und das AMOLED, was jetzt um eine 90 Hertz Bildwiederholrate erweitert wurde. Trotzdem ein natürlich fauler Kompromiss, denn ihr habt halt ein schlechter aufgelöstes Display. Außerdem liegt ein langsameres Netzteil in der Schachtel, obwohl man schneller laden könnte. Ist das Galaxy M22 dadurch ein schlechtes Smartphone? Keinesfalls. Aber wenn Samsung ein neues Modell mit einer höheren UVP als beim Vorgänger präsentiert, welches dann auch noch kaum Mehrwert aufweist, dann darf man das schon mal kritisieren. Bei den Alternativen macht es einem Samsung gar nicht mal so leicht. Das A22 4G ist eigentlich fast baugleich mit dem M22, nur es gibt eine Kamera mit optischem Bildstabilisator. Das A22 5G lohnt sich nur, wenn ihr 5G braucht. Natürlich kann man auch zum Vorgänger brauchen, aber den bekommt man derzeit sehr schlecht. Wer mal vielleicht ein wirkliches Upgrade sucht, sollte vielleicht mal bei Xiaomi vorbeischauen. Da gibt es das Redmi Note 10S. Hier wird eigentlich in allen Belangen nochmal eine Schippe draufgelegt. In Smartphone-Jahren ist das Gerät fast schon ein Oldie, aber gerade wegen des Preisverfalls immer noch zu empfehlen. Und wir haben ja heute auch gelernt, warum das so ist. Eigentlich gibt es dieses Smartphone hier nur online laut Samsung. Wer vor Ort shoppen möchte, soll eigentlich zum A22 greifen. Nicht bei uns. Wir haben beide Geräte im Angebot. Wenn ihr die euch anschauen wollt und vergleichen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Zum Beispiel eben bei uns in Kaufering oder Schwabmünchen, in Oberbayern oder Schwaben. Schaut doch einfach mal vorbei bei tcs24.de. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal folgt, bei Facebook ein Like da lasst oder natürlich unseren YouTube-Kanal abonniert und die Glocke dabei nicht vergesst zu aktivieren. Aber das werdet ihr ja wahrscheinlich eh schon gemacht haben. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder eben Anregungen oder dieses Smartphone tatsächlich online bestellen wollt, auch gerne bei uns, dann könnt ihr das machen. Eben unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse oder auch der WhatsApp-Nummer könnt ihr uns kontaktieren. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Gut. Stuhl knarzt.